Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es weiter gegen Chesterfield und ist er schon auf uns getroffen oder trifft er noch auf uns? Wigan. Achso, er ist zu Wigan gewechselt, das heißt, er ist auf uns getroffen und hat verloren. Ja, Meobi halt. Kann halt nur in der Liga, ne? Beziehungsweise, ja doch, das war in der Liga, glaube ich, nach 6 Sekunden treffen. Oder was im Pokal? Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen zur nächsten Partie heute gegen Chesterfield. Diesmal nicht mit B11, zwar teilweise, weil ist halt immer noch unter der Woche und so, aber nicht so krass. Napoli, Bissamaneda wollen sie nicht, aber hier will noch jemand Bissamaneda und zwar ist es Bayer Leverkusen. Die kriegen den allerdings nicht. So, Stadren kriegt den erst recht nicht, außer sie zahlen mit 29 Millionen für ihn. Dann können wir drüber reden. So, was haben wir hier noch? 17 Millionen für Kevin Trapp. Was? Wenigstens Gegentore. Hat 11 Millionen Marktwert. Das ist nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass die Torhüter erst später peaken, was quasi heißt, wer weiß, was ein Peak ist, ist schon sehr nice, ist der Höhepunkt. Das heißt, die Torhüter haben ihren Höhepunkt erst später in ihrer Karriere, so bei 30, während die normalen Spieler so bei 27 haben. Guck mal, Coman kommt. Sehr nice. Clark, Mann, ich weiß immer noch nicht. Ach, ich werde es nach dem Spiel entscheiden. So, Aufstellung. Oxlade geht raus, dafür kommt Niang rein. Anita geht rein, dafür geht Sippel raus. Wer kommt denn jetzt noch rein? Barker kommt rein, Yangam Biva kommt rein für Rüdiger. Laporte wird sein Startelf-Debüt geben. Dann haben wir, wo ist denn Haidara? Hallo? Haidara, da ist er. So, Komar kommt gleich mal auf die Bank, warum auch nicht. Ben Arfa kommt rein für Kabeya. Ben Yedda geht raus, glaube ich, oder? Nein, doch nicht. Doch für De Jong. Der geht in der Sturmspitze. Und ansonsten sieht das Ganze relativ okay aus. Gut, mit der Elf kann man auf jeden Fall antreten, würde ich sagen. Das heißt, wir versuchen jetzt Chesterfield so richtig rauszukicken. Ich hoffe, das funktioniert. Und danach entscheide ich über den Clark-Transfer. Alter. Über den Clark-Transfer. Gut, bis gleich und viel Spaß. FA Cup Wiederholungsspiel zwischen Chesterfield und Newcastle, diesmal im St. James' Park zu Hause bei den Magpies und die wollten die Schmach vom 1:1 auswärts gegen den Drittligisten heute wieder gut machen und souverän in die nächste Runde einziehen. Natürlich nicht unbedingt souverän, wenn man ins Wiederholungsspiel gehen muss, allerdings immerhin wollte man in dieser Partie hier jetzt besser auftreten als die Woche zuvor beim Drittligisten zu Hause. Das tat man ja anders als in der Woche zuvor und zwar nicht mit der B11, nein, sondern nur mit einigen Spielern, die man aus Rotationsgründen reingebracht hatte, ansonsten mit vielen Spielern, die normalerweise in der A11 beheimatet waren und vor allem auffällig Aymeric Laporte, der gab heute sein Debüt gegen den Drittligisten, die natürlich wieder mit ihrer Top-11 aufgestellt, allerdings musste man daraus wieder keine Namen kennen. Wir gucken uns zunächst einmal die Startaufstellung von Newcastle an und vor allem auffällig ist da, wie gesagt, Aymeric Laporte. Trapp, Janmaat, Yangam, Biva und Haidara neben ihm, Anita und Barker auf der Doppel-6, die offensive Dreierreihe bildeten Ben Arfa, Morrison und Niang und in der Sturmspitze heute Sim De Jong anstelle von Wissamaneda, der aus Fitnessgründen nicht mit von der Partie war. Ja, das ist die Aufstellung, man sah, okay, die hatten sich heute was vorgenommen, die brachten viele Stammspieler, die wollten hier gewinnen. Chesterfield, genauso wie letzte Woche Leader Rigwa, dann hatten wir noch Raglan Hurd, Jones und Ryan auf der 6 zusammen mit Morrissey. Clarkus, Banks, Gardner und in der Sturmspitze Doyle, er sollte für ein bisschen Gefahr vor dem Tor von Kevin Trapp sorgen und Laporte aus der Ruhe bringen. Ob das klappen sollte, wollte man natürlich erstmal sehen. Der Drittligist hatte aber gesagt, man will hier alles versuchen, um in die nächste Runde einzuziehen. Man hatte schon zu Hause sehr, sehr viel Pech, dass man da nicht direkt weitergekommen war. Allerdings, ja, war das auch dem Unvermögen von Newcastle geschuldet. Die wollten das heute besser machen, vor allem die Young. Er momentan zwar in guter Form, aber nicht mehr so torgefährlich wie am Anfang der Saison. Das sollte wieder besser werden. De Jong momentan in absoluter Topform, entwickelt sich stetig weiter und Laporte, ja, haben wir ja schon drüber geredet. Er sollte den Laden hinten dicht halten und der neue Abwehrchef bei Newcastle United werden. Der Anpfiff erfolgte dann, Ian Lowcroft pfiff die Partie an und wir gehen in die erste Szene der Partie und es passierte absolut nichts. Erst nach 30 Minuten die erste ansatzweise interessante Aktion. Morrison erobert sich den Ball und wenn nichts aus dem Spiel rausgeht, dann muss es eine Einzelaktion sein. Der Ball auf 7 De Jong, der setzt sich durch gegen Hurt. Der Schuss aufs Tor, Lee fälscht den unglücklich ab und es steht 1:0 nach 32 gespielten Minuten für Newcastle United. Natürlich bitter, dass der Keeper da den Ball so abfälschen, hätte man auch halten können, wenn man ganz ehrlich ist, aber so erzielt der Niederländer seine erste Bude in der Partie und somit ja die mittlerweile verdiente Führung. Newcastle tat mehr für Spieltal, viel nach vorne, kam aber nicht so wirklich zwingend zum Abschluss. Die Flanken wurden abgefangen vom englischen Keeper im Tor von Chesterfield, die Ecken kamen nicht besonders gefährlich und dementsprechend musste es dann im Endeffekt wohl eine Einzelaktion sein und Sim De Jong macht seine nächste Bude und zeigt, auch als Stürmer kann der
einiges und ja, kann im Notfall halt Wissamenier ersetzen, auch wenn Young das natürlich auch kann, der wollte das auch beweisen, allerdings konnte er das frühestens in der zweiten Halbzeit tun, denn zur Halbzeit passierte gar nichts mehr, ein relativ langweiliges Spiel im St. James' Park, die Fans nicht unbedingt zufrieden, gegen den Drittligisten sollte man normalerweise besser spielen, aber immerhin stand man hinten gut, Laporte bisher mit einer sehr guten Partie, dirigierte seine Abwehrspieler immer wieder aufs Neue, das war ein Augenschmaus, das anzusehen und in der zweiten Halbzeit sollte es zumindest offensiv auch noch besser laufen. Wir springen in die erste Szene und die hatte natürlich Newcastle, der Ball auf Sime de Jong, der legt weiter raus auf den Bayern Young und Young, der geht aufs Tor zu, versucht es mit dem Schuss, aber Lee ist da, kann den Ball halten, da ist Ben Arfa, der versucht es nochmal, der Pfosten und wieder Lee, im Endeffekt kann der Ball dann geklärt werden, das zeigte, ja, Newcastle hatte sich ja einiges vorgenommen, aber auch Chesterfield kam gefährlich vors Tor, das ist Johnson mit dem schönen Ball auf O'Shea und das ist eine gute Parade von Kevin Trapp, der hier seine Männer vor dem 1:1 bewahrt, Laporte lobt ihn da vollkommen zurecht und dann gab es einen Wechsel, Kingsley Coman kam rein in die Partie für Ravel Morrison, auch sein Debüt, gerade von Juventus Turin verpflichtet, der junge, ja, Flügelspieler und der sollte für mehr offensives Potenzial bzw. für mehr Spritzigkeit im Offensivspiel sorgen. Allerdings versucht es erstmal wieder Chesterfield nach vorne mit Gardner und Johnson. Der mit dem Ball auf Morsi und der spielt in die Spitze auf Klackes und der versucht es mit dem Pass auf Doyle und das ist eine wunderbare Parade von Kevin Trapp. Im Endeffekt dann geklärt von Barker und der Konter eingeleitet über Niang. Und Niang, das ist ein sehr schneller Spieler und der kann es auch mit Einzelaktionen. Setzt sich hier erstmal durch gegen Morsi und geht weiter. Geht auf die Verteidigung zu. Hurt geht da gar nicht erst richtig drauf, macht das da ganz schlecht, lässt sich auseinandernehmen. Niang geht in den 16er, da steht Raglan, der lässt sich auch nicht wirklich aufhalten und es steht 2:0. 68. Minute, wieder abgefälscht, wieder ein glückliches Tor für Newcastle. Allerdings war das verdient, denn die McPies taten, genau wie in der ersten Halbzeit, mehr fürs Spiel und da muss es halt auch mal glücklich sein. Natürlich bitter für den Verteidiger, dass er hier den Ball so abfälscht, dass Lieder absolut nichts machen kann, aber es war auch ja nicht anders erwartet, denn der Druck war einfach so hoch und irgendwann mussten sie darunter einbrechen und es ging jetzt auch weiter mit Offensivaktionen von Newcastle. Die hatten jetzt Blut geleckt, die wollten jetzt wieder mehr Tore schießen und das zeigten sie auch. Niang, nur ein paar Minuten später erobert sich den Ball wunderbar von Raglan, geht in den 16er hinein, wunderbar gemacht gegen Hurt, frei vorm Tor und scheitert an Lee, der mit seiner ersten guten Parade in dieser Partie, klasse Reflex vom Engländer und es ging weiter mit ihm, schöner Pass von Sime de Jong, wieder auf den Bayern Young, der wollte seinen Doppelpack schnüren, geht in den 16er hinein und wieder ist es Lee mit einem klasse Reflex, der hier seine Männer vor dem 3:0 und vor dem endgültigen, ja, aus dem Pokal bewahrt. Es ging aber weiter. Mit Kingsley Coman war ja eingewechselt worden und wollte zeigen, was er kann. Der wollte sich beweisen. Der wollte ja für die Startelf pushen. Setzt sich hier wunderbar durch gegen Johnson. Geht in den 16er. Keiner kann ihn aufhalten. Viel zu passiv die Verteidigung von Chesterfield. Und der Ball klatscht gegen den Pfosten und wird nicht mehr gefährlich genug fürs Tor von Lee. Es war die letzte Aktion der Partie. Souveräner Sieg für Newcastle. Deutlich besser als in der Vorwoche. Man sieht einfach, die AF eingespielt. Die AF wunderbar. Die Neuzugänge bzw. die Rotationsspieler, die etablierten sich, die fügten sich wunderbar ins Team ein. Und so kann es auf jeden Fall weitergehen. Die B11 wird wohl in Zukunft erstmal nicht mehr spielen, zumindest nicht im Pokal. Ein standesgemäßes Ergebnis, zumindest standesgemäßer als das letzte Ergebnis, allerdings auch wieder stark, was Chesterfield gezeigt hat, also muss ich schon sagen, war ich relativ beeindruckt von, allerdings war es ja im Endeffekt ein Sieg. Coman hat sich in seinem ersten Spiel wirklich sehr, sehr gut präsentiert, hat mich schon ziemlich gefreut, dass der so gut gespielt hat, war zwar nur eingewechselt und hat jetzt nicht irgendwie die auffälligste Aktion gehabt, abgesehen halt vom Pfostenschuss, aber trotzdem an sich eine sehr gute erste Leistung. So, wie sieht's aus? West Bromwich Albion ist der nächste Gegner. Wir haben Transferangebote bzw. Antworten darauf, dass sie natürlich nicht Ben Yedder für 30 Millionen kaufen müssen, ist ja auch klar. Ich habe mir übrigens gerade jetzt entschlossen, das Angebot für... jetzt habe ich den Namen vergessen. Ciaran Clarke, genau. Ciaran Clarke, für den werde ich das Angebot nicht annehmen. Das wird... Tja, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr annehmen. Ihr seht das. Ja, werde ich ignorieren. Ich habe genug Innenverteidiger. Ich gucke mich lieber nochmal nach dem Stürmer um. Habt ihr mir auch vorgeschlagen, eher in den Kommentaren. Und ich habe ja gesagt, ich werde mich daran orientieren. Die Frage ist halt, was für einen Stürmer ich mir jetzt holen werde. Weil es ist halt nicht so einfach. Ich habe jetzt zumindest mal Cherchi jetzt geguckt. Ja, ich werde mich gleich nach dem Spiel gegen West Brom, beziehungsweise währenddessen noch mal ein bisschen informieren, überlegen und so, mir nochmal eure Vorschläge durchlesen. Und dann werden wir mal gucken. Warum hat Coman jetzt eine Form runter? Das verstehe ich nicht. Der hat eigentlich gut gespielt, aber egal. So, unser neues Innenverteidiger-Duo ist eigentlich Laporte und Rüdiger, aber Nastasic und Rüdiger werden erstmal anfangen, weil Laporte halt nicht fit genug ist, um gegen West Brom zu spielen. Santon kommt wieder rein für Haidara, wie gewohnt. Janmaat bleibt in der Startelf. Sippel ist nicht besonders fit, Guy ist aber dafür. Und Smith ist die Frage, ob ich den spielen lassen will. Young werde ich auf jeden Fall mal auf die Bank tun, auch wenn er nicht ganz fit ist für Barker. Ach komm, Sippel kann schon spielen, das passt schon. Ben Arfa geht wieder raus, dafür kommt Oxlade rein. Der ganz unten ist, genau. Ben Arfa kommt mal hoch für Gouffran, oder, ja doch, so.
Gut, ich denke mal, so kann man in die Partie reingehen. Obwohl, Ben Yedder muss noch in den Sturm, natürlich. Entschuldigung. So, jetzt noch hier die beiden wechseln. Und dann passt das. Gut, dann würde ich sagen, nächste Ligapartie. Ich hoffe, dass wir da was reißen können. Und dann hören wir uns danach wieder. Viel Spaß und bis gleich. West Bromwich Albion zu Gast bei den Magpies im St. James's Park. Und die wollten nach dem erfolgreichen Auftritt unter der Woche im FA Cup und dem Weiterkommen in die nächste Runde gegen Chesterfield heute im heimischen Stadion wieder einmal Punkte mitnehmen. Gegen die momentan Tabellen 15. der Tabelle, ja, 22 Punkte, 43 Punkte bei Newcastle, Dritter gegen 15. Ein Duell von, ja, Kämpfen um den internationalen Platz gegen den Abstiegskampf. Quasi ein kontrastreiches Duell. Heute auch die beiden Trainer, der eine jung, der andere alt. Allerdings hatte der junge Trainer die bessere 11 zur Verfügung. Ja, Kapitän McCauley bei West Bromwich Albion, einer der jüngsten Spieler. Allerdings, naja, hatte man auch Spieler wie beispielsweise Victor Anichebe und Sessegnon Young, die trotz des voranschreitenden Alters immer noch sehr, sehr stark waren und immer noch sehr gefährlich werden sollten für das Tor von Kevin Trapp, der heute wieder das Tor hütete bei Newcastle United. Jan-Mart Rüdiger, Nastasic und Santon in der Verteidigung, Sippel und Geisler, Doppel-6 und vorne Oxlade-Chamberlain, Morrison, Cabella und Wissamen Yedder wieder in der Startelf. Nur auf der Bank saß Sim De Jong. Das war für einige überraschend nach dem starken Auftritt im Pokal. Allerdings hatte er sich nicht darüber beschwert, es lag einfach an Fitnessgründen, dass er heute nicht mit von der Partie war. West Brom, Mile in der Verteidigung, Taylor, McCauley, Dawson und Pocognoli, der Spieler, der vom Ex-Verein des ehemaligen, beziehungsweise dessen Ex-Verein, ja, der Ex-Verein ebenfalls jetzt von Lars Stindl ist, der im Winter ablösefrei verpflichtet wurde, Jacob Mulumbu, Berahino, Brandt, Sessegnon und Victor Anichebe. Hier sehen wir Sim De Jong, der wie gesagt nur auf der Bank, aber aus Fitnessgründen. Im Notfall hatte er gesagt, könne er spielen, jedoch wollte er eine kleine Pause haben und ja, bereitete sich dementsprechend nicht unbedingt auf das Spiel vor, sondern saß gemütlich im regnerischen St. James' Park auf der Bank. Trapp hat unter der Woche im Pokal sehr viel festgehalten und sollte auch heute in der Anfangsphase wieder viel zu tun bekommen. Die Flanke hier von Jacob in die Mitte und am zweiten Pfosten ist Victor Anichebe, der das Kopfballduell gewinnt gegen Jan-Mart und da muss Trapp das erste Mal fliegen. Allerdings kommt der Ball nicht auf sein Tor, dementsprechend keine Gefahr. Und dann kam Newcastle vor das Tor von West Brom und zwar mit Wissamen Yedder. Der kann auch flanken, das wissen die wenigsten und zwar auf Geist, der mit dem Kopfball und gut gehalten vom Keeper von Mile im Tor von West Bromwich Albion. Es ging aber weiter mit Newcastle-Action kurz vor der Halbzeit. Die haben mal mit der Flanke auf Morrison diesmal und der Ball geht gegen die Latte, senkt sich genau im richtigen Moment, allerdings nicht mehr tief genug, sodass er nicht ins Tor geht. Auf der anderen Seite die Chance über Sessegnon, der legt nochmal ab, wunderbar auf Anichebe. Wie erwähnt, die beiden immer noch sehr gut, aber Anichebe scheitert hier wohl mehr an sich selber als an Kevin Trapp. Danach war Halbzeit, es passierte viel in dieser Partie, es war eine sehr unterhaltsame Begegnung im St. James' Park. Beide Mannschaften mit Chancen, ein bisschen zwingender Newcastle, allerdings nicht unbedingt deutlich besser. West Brom hielt gut dagegen, allerdings, naja, vorne im Abschluss viel zu ungenau, das musste bei Newcastle ein bisschen besser werden und bei West Brom deutlich, wenn sie hier ein Tor erzielen wollten. Zweite Halbzeit, der Ball in die Spitze auf Brownie Dae, der andere Nigerianer in der Sturmspitze bei West Brom, die Flanke in die Mitte und der Kopfball von Sessegnon wird gehalten von Kevin Trapp, der wirft den Ball ab und zwar auf Wissamen Yedder und der will wieder Tore schießen und das zeigt er hier eindrucksvoll. Versucht sich durchzusetzen gegen Craig Dawson, der Ball auf Remy Cabella und der sieht außen den mittlerweile eingewechselten Komar, wir sind schon in der 73. Minute und der zieht weiter in die Mitte. Der will nicht alleine abschließen, nein, der spielt den Ball auf Sippel. Sippel legt weiter raus auf Oxlade-Chamberlain. Und was der macht, man kann es ahnen, Grundlinie, Flanke, Ben Yedder, McCauley kann nicht in den Kopfball gehen und es steht 1:0, 75. Spielminute. Die Flanke von Oxlade-Chamberlain findet den Kopf von Ben Yedder, der wieder einmal Sprungkraft beweist. Natürlich auch noch, nicht nur beim Torjubel, sondern auch in der Situation. McCauley sieht da überhaupt nicht gut aus, der Kapitän geschlagen vom Franzosen und Meyer hat dann überhaupt keine Chance, den wuchtigen Kopfball zu verteidigen. 1:0 für die Magpies, das war verdient, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Allerdings hatte ja die Bank ihren Spaß, jedoch hatte wohl einer Videos geguckt von Newcastle und zwar war das Sessegnon. De Jong ja dafür bekannt, nach dem Anstoß gerne mal durchzulaufen und das versucht jetzt auch Sessegnon. Setzt sich gegen Rüdiger durch, geht in den 16er, niemand ist wirklich da und es steht 1:1. 77. Minute, der prompte Ausgleich von West Brom. Was war denn hier los? Sessegnon macht das, wofür normalerweise nur Sim De Jong bekannt ist und bringt seine Mann hier, ja, quasi wieder in Ausgangsstellung, beziehungsweise ja, auf Null gesetzt das ganze Spiel. Natürlich bitter für Newcastle, dass man so ein Tor kassierte, die wollten aber drücken und die spielten weiter nach vorne. Cabella mit dem Ball auf Geis abgefälscht und der versucht mit links, aber das ist nicht sein starker Fuß, das sieht man in der Situation. Trotzdem war das Spiel noch nicht vorbei. Quasi in der letzten Minute nochmal Santon und der hat eine Idee. Der geht über außen und Ben Yedder postiert sich währenddessen in der Mitte. Jetzt gegen Brandt, schön gestoppt, der Ball in die Mitte auf Ben Yedder, der will schießen.
und der Pfiff des Schiedsrichters. Es gibt Elfmeter in der 89. Minute. Niemand versteht es, aber Dawson, der beschwert sich nicht mal, genauso wenig wie McCauley. Der hat einen ganz, ganz miserablen Tag erwischt. Der Innenverteidiger allerdings foult hier Dawson. Angeblich zumindest. Man dachte zunächst, McCauley hätte was gemacht, aber nein, angeblich hätte Dawson den Franzosen gefoult. Der fällt relativ leicht, allerdings weiß niemand so wirklich warum. Trotzdem gibt es den Elfmeter und somit die Chance in der 90. Minute auf 2:1 zu stellen für Rémy Cabella gegen Mayhill. Der hat schon einen Elfmeter gehalten diese Saison. Mal sehen, ob er es wieder schafft. Der Franzose, der Kapitän, der Standardschütze tritt an und macht das 2:1. 90. Minute die Entscheidung. Der erneute Führungstreffer für Newcastle und Cabella mit seinem 6. Saisontor wieder vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Immer wieder schießt er nach links oben und kein Torwart kann es einfach halten. Kein Torwart ahnt es, beziehungsweise kein Torwart will einfach dahin springen und dementsprechend, ja, ist im Endeffekt die logische Konsequenz, dass Newcastle hier in der 90. Minute in der Nachspielzeit den Führungstreffer erzielt und somit im Endeffekt auch den Siegtreffer, denn das war die letzte erwähnenswerte Aktion der Partie. Es bleibt bei 2:1 Sieg für die Magpies gegen, naja, nicht wirklich starke West Broms. Allerdings hätten die sich eventuell einen Punkt verdient gehabt. Bitter, dass sie im Hintergrund jubeln. Keiner weiß wirklich warum. Ben Yedder, der darf jubeln. Wieder ein Tor erzielt. Wunderbaren Elfmeter rausgeholt, auch wenn keiner weiß wofür. Aber es ist ein Sieg und damit kann Newcastle gut leben. Eigentlich West Brom nicht, aber es scheint, als könnten sie es trotzdem. Da habe ich einfach vergessen, auf Aufnahme zu drücken, deswegen habt ihr jetzt die Ergebnisse nicht gesehen, aber das ist nicht so schlimm, denn ihr habt hier alles mitbekommen, was passiert ist so in der Liga. Transferangebot für Wissam Ben Yedder, das ist nicht besonders überraschend, hat er sie da ein Tor gemacht, einen Elfmeter rausgeholt, 97 Millionen und dann können sie ihn haben, das ist dann kein Problem. Abschlussbericht zu Jesse ist da, Jesse ist aber nicht mehr da anscheinend, war am 22., jetzt ist der 24, so wahrscheinlich habe ich es gelöscht. Kannst du jetzt mal die Schnauze halten? Meine Güte nochmal. Aber egal, wir gehen erstmal weiter. Bis zum Transfer-Deadline-Day eventuell sogar. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Kein Bock mehr. Scheiß Skype. Fickt euch alle. So. Kann ich einfach in meine Aufnahme reinhauen. Wir werden den Spieler bei der Suche nicht weiter in Betracht ziehen. Sehr schön. So, Mohamed Salah, Atsu, Carrillo, Osvaldo, Rojo, Vertonghen, Sturridge, Pelle, Pelé eigentlich ja eher. Wenn man es richtig betonen möchte, gut. Nichts so Krankes dabei. Ich muss kurz gucken, wie viel lange wir aufnehmen. Okay, geht noch. Weil, ich weiß nicht, ob das Spiel gerade so wirklich funktioniert hat, das erste, weil die Aufnahme sehr, das zweite, die erste Halbzeit, weil die Aufnahme sehr lang war. Sonst muss ich schlechtere Qualität rendern, aber schauen wir mal nach. So, vorgeschlagen wurden mir einmal Dembaba. Mittlerweile 30 Jahre alt. Kann ich nicht scouten, aber man kann ja mal anfragen bei Beşiktaş. Ich weiß, dann wird der Spieler teurer, aber Anfragen schadet ja an sich nicht. So, dann wurde mir vorgeschlagen Mandron, den kennen wir ja schon. Ist ein Riesentalent, beziehungsweise ein richtig guter Stürmer. Ist allerdings halt, naja, wahrscheinlich relativ teuer. Trotzdem wäre er eine Möglichkeit. Berahino ist dann der nächste, der mir vorgeschlagen wurde. Spielt, glaube ich, bei... Ja, genau, bei West Brom, gegen die wir gerade gespielt haben. Auch den werde ich mal scouten. Ist natürlich ein Engländer und mir wurde auch gesagt, ich habe zu wenig Engländer in meinem Verein bzw. im Team. Von daher wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann muss ich nochmal kurz nachgucken. Irgendwer hat mir noch jemanden geschrieben. Ach, verdammt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nein. Mir fällt er nicht ein. Da waren halt noch so Standardstürmer dabei, wie... Batshuayi und sowas, aber sowas will ich ja nicht haben. Oh Mann. Egal. Gucken wir mal nach Yusuf Paulsen. Der wurde auch vorgeschlagen, glaube ich sogar. Vielleicht ist der auch nochmal ganz interessant. Wird aber nicht mehr reichen. Trotzdem. Na, wobei... Ne, reicht bei weitem nicht mehr. Schaffen wir noch irgendeinen von denen zu scouten? Wahrscheinlich nicht, wa? Mandron, 24 Tage, okay. Dann fragen wir da einfach mal an, sagen mal 2 Millionen, spaßeshalber. 45.000 verdient der, was? Da werden 2 Millionen nicht mal im Traum ausreichen. So, was haben wir hier noch? Dembaba hatten wir. Wir haben in Deutschland Yusuf Paulsen, auch bei dem werden wir einfach mal sagen 2 Millionen. Auch auf 35.000 Gehalt, das heißt, der wird auch deutlich teurer sein, aber versuchen kann man es, ja. Auch wenn es niemals klappen wird. Aber immerhin können sie mir dann Preis sagen. So, und der nächste war Saido Berahino. Und auch bei dem versuche ich es mal mit 2 Millionen. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Episode kommt. Aber vorher machen wir noch eine Sache. Und zwar versuchen wir
einen Spieler zu verpflichten. Das heißt, danach könnten wir eigentlich Ruhe bis zumindest, naja, eigentlich nicht. Beziehungsweise, das wäre eigentlich einfach ein Stürmer, bei dem, ja, dann, ne? Ihr wisst, wer kommt. Nicht Iraola, natürlich nicht Iraola. Andoni, Alter. Auch nicht Ubra, sondern Ibra. Da ist er, 34 Jahre alt, der Zlatanisator. Vertrag läuft aus, 220.000 Gehalt. Ach, danach kann ich gar keinen mehr verpflichten. Aber mit Ibra im Kader, es wäre halt schon teilweise unrealistisch, aber wen juckt das? Sind wir ehrlich, wen juckt das, wenn man Ibra haben kann? Zumindest versuchen kann man es ja mal. Und es wäre halt einfach, ihr sagtet auch, ich soll bitte Ben Yedda verkaufen. Ich werde Ben Yedda nicht verkaufen, Ben Yedda ist mein Königstransfer. Ben Yedda ist der Babo. Der ist mega geil, deswegen werde ich den nicht verkaufen. So, 220.000, 2 Jahre, Torprämie 15%. Warum ich die übrigens mache, ist ganz einfach. Habe ich schon immer gemacht, werde ich auch immer fortsetzen. Bin ich auch mal sehr gespannt. Das wäre natürlich einfach nur mehr als lustig. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das nichts werden wird. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. Ich beende jetzt mal diese Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mal sehen, ob es nächstes Mal mit Ibra weitergeht, beziehungsweise nächsten Sommer mit Ibra weitergeht. Bis dann, haut rein und ciao.